Willkommen im Juni. Es ist ruhiger geworden. Star Wars ist jetzt 40 Jahre jung. Wir sind jetzt im Juni. Die Sonne lacht, warm ist es. Keiner läuft irgendwo mit irgendeinem Star Wars Kostüm durch die Gegend und wenn dann nur für sich selbst. Wenn man so Replay sich alles anschaut, die ganze Philosophie und auch das Ganze, was für das Fernsehen gebracht hat. Galileo zum Beispiel hat dann erklärt, wirtschaftlich, ne, was Lego daran verdient hat, was George Lucas daran verdient hat und wie alles. Wir wissen es ja mittlerweile, wer recherchiert, bekommt ja wirklich alles. Wir brauchen alles gar nicht mehr heutzutage irgendwie veröffentlichen. Wir können es höchstens huldigen. In 10 Jahren habe ich wirklich Lust drauf. In 10 Jahren habe ich richtig Lust drauf, 50 Jahre Star Wars zu feiern. Mit euch, wenn ihr Lust habt, wenn wir uns da noch kennen. Ansonsten habt ihr ja die Videos, wenn es die dann auch noch gibt, man weiß ja nicht. 10 Jahre? 10 Jahre? Werden wir sehen. Wie gesagt, Rogue One war nicht so schlecht. Rogue One hängt ja jetzt hier. Und wenn ich mir so die Sachen Earth und so ansehe und wenn ich sehe, wie die dann verstorben sind, wie man sie dramatisch hat vernichtet und so. Auf eine Art hätte man es nicht müssen. Man hätte die Rebellen nicht alle sterben müssen, richtig? Einige meinen ja, dass 4, 5 und 6 diese ja nicht mehr zu sehen waren. Man hat ja nichts mehr von ihnen gehört und so weiter. Aber man hätte jetzt, okay, die hätten dann auch jetzt ihr Alter, hätte man ja vielleicht noch so, oder man hätte trotzdem noch sowas dazwischen, die Rebels, oder man kann es ja, von mir ist davor. Aber davor ist schlecht, weil dann passt wieder die Earth so nicht. Man hätte doch alle leben lassen und dann hätte man vielleicht danach noch was machen können. Ne? Aber nein, ja, ist halt ehrlich. Star Wars ist nun mal und bleibt nun mal eine normale Geschichte. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Also, ne? Was ich mal auf den Weg bringen möchte, ist, es ist die größte Seifenblase, die größte Seifenblasenoper aller Zeiten. Ja, ist so. Wenn man mal richtig recherchiert, mein Beruf ist nun mal die Recherche und dann geht man hin und schaut. Dort sind 24, da sind 2, da sind 30. Jetzt kommt der Hammer. Weltweit, Garnison 501, weltweit, 10.000. 10.000, wenn nicht weltweit. So, und wenn man sich das alles so anschaut und Grüße, hi. Also bei den Videoclips wird ja immer noch unterbrochen, wenn Kunden und so weiter. Also das hier ist wie gesagt wie so ein Wohnzimmer. Das bleibt auch so. Ja? Man kann hier so ein bisschen sitzen und schauen. Man muss hier ja nicht unbedingt interessieren. Für diese Figuren muss keiner. Also, ja. Aber man kommt so ein bisschen in die Philosophie, man unterhält sich, man hat seinen Spaß. Jedenfalls so ein Hype, wie alle glauben, ist in Wirklichkeit Star Wars nicht. Ne? Also so ein Hype auf keinen Fall. Ne? Beste Bescheid. Willkommen zum Supervideo. Ja, ich lade euch mal wieder ein zu einer kurzen Plauderstunde über Star Wars und Sommerpause und natürlich Blickwinkel. Ein total anderer Blickwinkel. Also, wenn ich über 40 Jahre warten muss, um einen Film zu sehen, E8 zum Beispiel, im Dezember. Die Lautstärke müsst ihr mir hier jetzt verzeihen. Dieses ist so eine Art Spaßvideo. Ich möchte euch kurz unterhalten über Star Wars und Sommerpause und 6 Monate warten auf E8. So, ich habe mir da natürlich wieder was einfallen lassen, damit das Video ein bisschen schöner aussieht. Die Lautstärke, wie gesagt, ist außerhalb, weil ich habe die Türen weit auf. Die Sonne lacht. Die hat schon lange nicht mehr gelacht, obwohl wir Juni haben. Und wir auch kurz vor einem Feiertag sind, dann wisst ihr auch, wann dieser Film gemacht wurde. Ja, wenn ich jetzt betrachte, 40 Jahre gewartet. 40 Jahre gewartet, um E8 zu sehen, Episode 8 zu sehen, um fast dem Ende nahe zu kommen. Ich brauche also fast 50 Jahre für einen Film, um ans Ende zu kommen. Ja, jetzt muss ich erstmal unterbrechen. Morgen! So,
Blickwinkel Star Wars. 40 Jahre warten, um Episode 8 zu sehen, also fast schon ein Ende, fast. Und 50 Jahre warten, um das komplette Ende dann gesehen zu haben. Ob dieser Film, dieser Wahnsinnsfilm, wirklich ist, was es ist, das entscheidet ja jeder für sich. Was ich gerne sagen möchte ist, ihr seid immer noch total recht herzlich eingeladen, hier vorbeizukommen. Wir können analog reden, wir leben ja hier in dieser digitalen Welt. Die Frau Annelore Kraft ist ja nicht mehr unter uns hier in Nordrhein-Westfalen. Die CDU, CSU hat da was vor unter Frau Merkel. Und zwar die digitale Herausforderung. Die digitale Herausforderung, das bedeutet aber dennoch, dass wir analog sind und wir sollten uns analog in dieser digitalen Welt hier treffen können. Ihr wisst ja, dass überwiegend die Figuren für die Launch erstellt wurden und an sich nicht für den Verkauf. An sich sollten die nicht verkauft werden. Natürlich haben wir die Idee, also ich persönlich habe die Idee, für die, also als Geschenk, wenn man hier mal vorbeikommt und so, man braucht ein Geschenk für jemanden, dann kann man das hier holen. Bei uns kaufen direkt vor Ort, man muss nicht warten. Man bekommt auch kein Überraschungspaket durch Amazon, habt ihr ja gesehen. Durch Amazon kommen reichlich Überraschungspakete. Gut, Digitalisierung bedeutet, dass wir eines Tages das hier alles nicht mehr haben, dass wir irgendwie alle nur noch digital verkehren und dann nur noch in den Tempeln kaufen, Guru-Tempel, ne, wo alles zu haben ist. Und ja, ich will hoffen, dass es wirklich 25 Jahre dauert, denn dann habe ich mein Alter und dann ist mir alles egal. Natürlich werde ich digital weiterhin konsumieren. Ich werde bis zum Schluss digital konsumieren. Ich werde auch bis zum Schluss Videoclips machen, auch wenn ich Glück haben sollte, 100 Jahre alt zu werden. Naja, Schwamm drüber. Star Wars wird auch keine 100 Jahre. Star Wars wird vielleicht auch 50 Jahre. Und wenn Star Wars 100 Jahre wird, kriegen wir alle nicht mit, die jetzt hier digital oder analog verkehren. Star Wars hat uns begleitet. Wir begleiten weiterhin, aber nicht mehr so wie früher. Ein bisschen Abstand gewinnt man doch durch den Sommer, weil man ja doch jetzt mehr draußen ist, in der Natur und auch am Meer und so weiter. Und muss wieder unterbrechen. Morgen! Guten Morgen! Auf eine Art liebe ich das Digitale, weil wir sind ja digital, wir sind eine digitale Firma und haben aber analoge Menschen, die das Digitale brauchen. Finde ich klasse. In 50 Jahren wird wohl alles digital sein. Dann frage ich mich, was machen dann die analogen Menschen? Aber egal. Noch einmal, heute ist ein bisschen spaßig. Auch die Kunden sind spaßig drauf. Wir haben wieder so eine Kultszene hier. Wir haben eine Straße in Altendorf. Die nennt sich Altendorfer. Und der Bürgermeister macht da mit vielen Künstlern eine Session. Eine tolle Sache. Müsste ich mir auch mal ausdenken. Also, ich biete hier vor Ort Star Wars. Ja. Es lohnt sich nur nicht jetzt hier Menschen einzuladen oder Schauspieler einzuladen, weil da müsste man sehr viel Werbung machen und wenn ich ehrlich bin, keiner nimmt diese Broschüre. Ich werde auch meine Kollegen hier fragen, die beiden hier, Musiker, die mit Helge Schneider und mit wem denn noch hier? Helge Schneider, Ina Müller, Thomas Osthoff oder Nina Petri, Don und Ray begeistern ihr Publikum. Stimmt, Don und Ray wohnen hier nebenan. Sie sind wunderbar nette Herren da oben. Der ist unser Bürgermeister. Der liest im Autohaus Kuchen. Firma Ford, machen wir ein bisschen Werbung. Das ist schon eine tolle Sache, so in so einem, ja, in so einem Haus irgendwas zu machen. Musik, stell euch vor. Die würden jetzt hier sitzen oder hier würden. Aber hier machen wir Star Wars. Also hier ist wie gesagt die Star Wars Lounge. Da kann man mit Star Wars philosophieren. Wir haben auch Monitore, wir haben Beamer. Ist also kein Thema. Ihr seht ja, wir haben ja auch Special Effects. Also alle, die mal in der Nähe sind, die hier mal sagen, komm, wir fahren heute mal raus, wir fahren über Essen, wir fahren jetzt mal zu uns hier, also zu mir hier. Ihr wisst ja, wer ich bin. Und dann philosophieren wir über Star Wars und so weiter. Es geht hier nicht um Verkauf, wohlgemerkt. Eines Tages wird das sicherlich auch mal verkauft werden, ist richtig. Oder wenn einer unbedingt mitnehmen möchte, kann er es auch mitnehmen. Ist klar, ist nur schade, weil man bekommt meistens solche Objekte nicht mehr, weil wir haben uns, ich habe mich, auf Special, auf Sammelfiguren spezialisiert. Übrigens bin ein bisschen sauer,
Habt ihr auch so ein Problem? Bekomme immer ungefragt, ich finde es ja nett, dass die hier 1,45 ausgeben, aber ich bekomme ungefragt von dieser Firma hier, ungefragt, nennt sich PPM, Peter Pulada Medienbetrieb, Industriestraße 18 in 32694 Dürrentrop. Ja? Die schicken mir einfach, ich mache es jetzt nicht auf, ich schicke es wieder zurück. Ich habe schon mal sowas aufgemacht, da ist irgendwie eine Broschüre drin oder was Star Wars, wo gemerkt Star Wars. Nur ich habe nichts davon, ich habe es ja nicht bestellt, ich will es auch nicht. Ich habe auch keine Lust da, was weiß ich, jetzt wieder ungefragt, unbestellt, ich habe es nicht bestellt. Ne? So, vielleicht, genau, Herr Peter Palula Medienvertrieb, ich habe nichts bestellt, er an Bord nicht, ich werde auch nichts bestellen. Ich werde es noch niemals aufmachen, mich interessiert er nicht, weil was da drin steht, weiß ich schon, weil ich beruflich involviert bin mit Star Wars. Und wie ihr seht, mache ich selber Filme und wie ihr seht, habe ich selber hier eine eigene Firma, die auch mit Star Wars was zu tun hat, auch Dekoration etc. Ihr wisst, was wir hier machen. Wir machen Fernsehen, nennt sich WebTV, das schon seit 95 nach der CeBIT. So, dass das alles Geld kostet, ist klar. Und dass nur die 5% Superreichen und 5% Reichen das Sagen haben, ist auch klar. Ich gehöre, also wir hier alle, die hier mit zu tun haben, ihr seht ja momentan nur mich, weil Moderator oder Schauspieler keine Zeit haben oder auch horrendes Geld kosten und die müssten erstmal ein Skript bekommen, ja, damit die überhaupt jetzt vor der Kamera sprechen. Ich spreche frei. So wie der Tag ist, und der Tag war heute Morgen, ist noch gar nicht so spät, sehe ich gerade. Wir haben gerade mal 30 Minuten auf und hier war richtig was los, also richtig schon Spaß gemacht. Weil die analoge Welt besteht ja immer noch aus Vergangenheit, eine ganz große Vergangenheit, und wenn man sagt, ey, die 80-Jährigen haben es gut, dann kommt irgend so ein Spruch, 80-Jährige gut, die hatten Krieg. Meine Güte, nee, 80-Jährige haben es gut, jetzt, hier und heute, im Jahre 2017. Nicht alle, weil wir 5% reich, 5% superreich, 5% arm, 5% superarm haben. Und mittendrin sind wir alle, ja, die Rentner und so weiter. 50% arbeiten nur. Das habe ich auch unserer lieben Kanzlerin mal zukommen lassen hier. Gestern war Philosophietag hier, mal zukommen lassen hier. Der Straßeneinzelhandel, kleines Unternehmen stirbt. Das kann man so sagen, der Klein- und Kleinststraßenhandel stirbt. Was ihr da meistens auf euren Straßen seht, in Hürth wurden ganze Straßenzug, sind die weggegangen, haben geschlossen. Hier vorne, gestern waren die Grünen hier, denn das kommt von den Grünen. Ich habe sehr viele Abgeordnete der Grünen hier, wir sind ja eine kleine Stadt. Unser Herr Oberbürgermeister spielt natürlich nur bei sich darum in Altendorf. So, Altendorf ist natürlich, Grüße, ich komme. So eine Sache. Digital ist eine Herausforderung, sagt Frau Hannelore Kraft, nicht mehr, sondern unser neuer Ministerpräsident Armin Laschet. Aber auch Frau, genau, wollte gar nicht aussprechen, aber ist so, Merkel. Frau Dr. Angela Merkel, ja, den Doktor lassen wir weg. Frau Angela Merkel sagt auch, digital ist die Herausforderung der Zukunft. In 20 Jahren fahren wir autonom, in 20 Jahren haben wir neue Berufe. Digitale Berufe. Gut, wir haben ihn schon seit 1966 haben wir ihn schon und 1995 auf der CeBIT vorgestellt, bis 2005 ausgelacht, seit 2005 lacht keiner mehr. Wir sind richtig froh, dass 1999 das Internet so einen Schub bekommen hat und dass wir heute im Internet verweilen. Gut, es verroht jetzt mittlerweile ein bisschen, so richtig toll ist es da gar nicht mehr im sogenannten Internet, aber wie gesagt, seit 1966 hatte man das auf und man wollte und man hat es durchgezogen. Ja, also ich persönlich bin stolz drauf, dass ich damals gesagt habe, ich möchte einen Datenhighway, also ich möchte eine Firma angebunden an einen Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen. Kinder sprechen so, erst recht in den 60er Jahren. 70er Jahre kam, ich brauche euch nichts erklären, wirklich nicht. Heute muss ich gar nicht mehr was erklären, weil jeder weiß, die Pixelväter in den 70ern, der Computer, der sich so langsam die Industrie 3.0
wie der Computer sich so ein bisschen eingeschlichen hat in die Welt der Industrie und jetzt die Industrie 3 mit 4 das Netz verbindet. Also Industrie 3 mit 4. Ne? Also wenn Industrie 4.0 ist, dass wir, wie gesagt, nur noch auch live, richtig toll live jetzt, aber dafür habe ich gar keine Zeit, deswegen noch einmal, ich mache keine Live-Videos, ziemlich ungern. Ich mache richtige Videos, die geschnitten werden und dann ein bisschen aufgepeppt werden, um auch einen sogenannten Spannungsbogen einzubauen, dass ihr auch Lust und Laune habt, Videos zu schauen. Ich versuche auch gewisse Themen heranzuziehen, wie zum Beispiel, dass der Einzelhandel stirbt, also der Klein- und Kleinsthandel stirbt. Denn schaut mal in euren Straßen, was es da so gibt. Und wenn man von Tante Emma spricht, die Tante Emma war in der Hochburg der 50er, 60er Jahre, gab es überall Tante-Emma-Läden und es hat Spaß gemacht. Viele sagen ja noch, Mann, wo ist bloß mein Metzger, ne? Oder mein Bäcker. Und dann mittlerweile gibt es ja Backstraßen, mittlerweile gibt es, und so weiter. Und leider, manchmal ist die Ware sogar frischer und auch leckerer bei Rewe und wie sie alle heißen, also bei den Großen, statt bei den Kleinen. Weil der Kleine, so wie ich auch, nicht das bekommt, was die Großen bekommen. Ich möchte natürlich viel mehr Maschinen hier haben, ich möchte viel mehr Service anbieten, aber wird nicht gemacht, weil als Klein und Kleinst wird man nicht beachtet. Man will immer nur die fetten Großen. Ja, DM zum Beispiel wird beliefert, da könnt ihr wisst Bescheid. Bei DM, bei Rewe und wie sie alle heißen, bei, sogar bei Mediamarkt oder bei Saturn, wenn ihr Glück habt, könnt ihr eure Bilder entwickeln, vergrößern, verkleinern und so weiter und so fort. Ja, aber das ist eben so. Dann können wir nicht gegen an. Die Kleinen und die Kleinsten sterben aus. So. Und wenn die Kleinen und die Kleinsten aussterben und in der sogenannten Bevölkerung nur noch 50% arbeiten, die Frage lautet ja sowieso, was arbeiten wir? Also wir leben schon in einem sogenannten Star Wars, Star Trek, wir leben ja schon in irgendeiner Sci-Fi-Welt. Also unsere Welt ist ja schon ein bisschen Sci-Fi. So, wenn ich das jetzt hier so sehe, Kultur im Laden, ist zwar schön in Ordnung, hat da einer mal wieder erfunden, ja, Kultur im Laden, auch vor Altendorfer, auf der Schreckenstraße, die wir hier haben, das ist die Altendorfer. Jeder, der in der Stadt Essen unterwegs ist, fährt nicht nach Altendorf und auch nicht auf die Altendorfer. Und warum die dann solche Kultursachen machen, also mir fällt auf, da wo die schrägste Location ist, also wirklich schräg, am schrägsten, passiert auch das meiste oder hat irgendwie einen Hintergrund, denn die Straße soll aufgewertet werden, da wird so der Schmock wird da raus, der Schmock kommt weg, das war nämlich unser Ghetto, in diesem Ghetto wird jetzt umgebaut, da kommen jetzt nur Hotwo-Laute, das heißt Eigenheime und so weiter und so fort, und da ist auch Krupp in der Nähe, Krupp, der Ursprung, Krupp-Haus, das erste Haus von Krupp, das kleine, steht immer noch dort, auf dem Grundstück von Krupp, ist jetzt aber die Verwaltung. So, ja, ist lange her, ist aber so. Altendorfer hat schon, ne, auch der Herr aus Österreich war auf der Altendorfer Straße in den 33er Jahren und hat da richtig Gas gegeben, denn da war die Industrie, da war die Industrie, da war Krupp Stahl, Eisen, da war richtig was los, ja, da war richtig was los. Ja, jetzt ist es vorbei. Wie gesagt, im Waschsalon, den es da gibt, macht einer Schauspiel und Gesang, wird ziemlich lustig werden. Wenn ihr in so einen kleinen Laden geht, wo die Leute dann, ja, man geht da rein, so wie bei uns hier, will Copy machen oder sowas, oder braucht Bilder, Film, Bearbeitung, und plötzlich singt da einer oder rennt hier eine Pantomime rum. So schlecht finde ich das gar nicht, so eine Kultur. Also, ich lade euch ein zur Stadt Essen zum 30. Juni 2017. Von 18 Uhr bis 22 Uhr. Und das ist die Straße Altendorfer. In Altendorf. Ich gebe den Navi ein. Altendorf, Altendorfer Straße. Und geht einfach die Straße lang. In so einem Autohaus. Ihr seht die Läden ja. Und da singt jemand. Da spricht jemand. Da gaukelt jemand. Da macht einer Reportagen. Also da ist schon was los. Am 30. Juni 2017. Aber leider von 18 Uhr bis 22 Uhr, ist also so ein Abendprogramm, und dann merkt man schon, wenn die Geschäfte dann plötzlich ziemlich hell ausgeleuchtet sind, dass da irgendwas zustande gekommen ist. Ne? Ja. Also ich gehöre nicht zu Altendorfer, die ist hier vorne, also wenn ich hier vorne auf die Straße gehe,
dann bin ich sofort, also noch einmal, die, die schon da waren, wissen genau. Grüße, hi. Na, grüße. So, im Moment werden also keine Filme, richtige fette Sendungen produziert, gemacht. Wir haben richtig schöne Sommerpause und ich möchte mich auf diesem Wege nochmal bedanken für die letzten 6 Monate, wo ihr halt einen Teil mitgemacht. Ihr habt auch einen Teil dazu beigetragen. Viele haben ja einige Sachen mir zukommen lassen, damit die Sendung auch auf den Weg gebracht werden konnte. Es waren ja Clubs, Vereine waren hier, es waren Begeisterte hier. Also die ersten 6 Monate möchte ich mich wirklich bei allen jetzt hier recht herzlich bedanken. Bei den Kunden kann ich mich nicht bedanken, weil die Kunden haben nicht mitgemacht, sondern nur online. Also im Sauerland, in München, Nürnberg und so weiter, die ganzen Künstler, die also ihre Kunst hier darstellen, ausstellen, an die möchte ich doch diesen Gruß senden. Wir haben jetzt mittendrin Juni, wir sind also mittendrin im Juni und haben also noch knapp 5 Monate und den Rest vom Juni, um E8 zu genießen. Also heute in 6 Monaten so ungefähr, dann wisst ihr auch welchen Datum, heute in 6 Monaten ist E6. Dafür habe ich dann 40 Jahre gewartet. Wir alle haben 40 Jahre gewartet, um E8 dann zu sehen, wenn man sich das mal so anschaut. Also wenn man sich das mal so anguckt. So, und dann brauchen wir halt nochmal 10 Jahre, um den sogenannten Star Wars Abschluss irgendwie zu bekommen. Und dann wird sich das ja wohl alles ein bisschen verändert haben. Denn die Geschichte mit Leia und die Geschichte mit Han Solo und die Geschichte überhaupt mit Luke Skywalker und seinem Vater Anakin Skywalker wird ja wohl langsam zur Neige gehen. Also vermuten. Also die Vermutung liegt nahe, dass... genau. Grüße! Ach ja, der Sommer. Der Sommer haut vollkommen rein. Ja, die junge Dame hat ihren USB-Stick vergessen, deswegen kann sie nicht ausdrucken. Ist klar. Wird auch sicherlich gleich wiederkommen. Also unsere Dienstleistung an alle Zuschauer bleibt, keine Panik, dieses Urige bleibt auch. Und dass es vielleicht nicht immer Star Wars sein wird, könnte sich verändern, weil nur Star Wars nudelt sich langsam ab. Es ist schön, dass die Kunden, wenn die hier reinkommen, boah, Star Wars, ne, das ist eine schöne Geschichte. Also bei uns ist es ja mehr jetzt Deko, also ich habe der Buchhaltung angewiesen, dieses als Dekoration in den Laden mit einfließen zu lassen. Wird sicherlich noch dekorativer, das Ganze. Und vielleicht kann man hier auch mal wieder sowas machen wie Kultur im Laden, weil unser Kulturbüro macht es ja gerade, habe ich ja vorhin schon erklärt, auf der Altendorfer, in Altendorf am 30.06. Ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Der junge Mann von den Grünen hier, der hier auch gerade da war, dem habe ich dann auch mal gesagt, warum sollten wir es hier nicht auch mal machen, Kultur, weil wir haben ja alle Künstler aus allen Sparten hier und viele sehen die Sendung ja auch in anderen Ländern und hin und wieder, wenn die mal hier gastieren, weil es ja halt Künstler aus allen Sparten sind, sind ja nicht nur Schauspieler, Musiker und das alles, sind ja auch freischaffende Künstler. Wenn die hier so erscheinen und wir dann hier über Star Wars, über Filme oder über der ihren Kunst philosophieren, kann sein, dass ich irgendwann mal wieder einen hier vor laufende Kamera bekomme. Aber jetzt ist erstmal Pause, darum geht's. Wir haben jetzt 5 Monate und den Rest vom Juni für E8. Und es freut ja 40 Jahre, fast 50 Jahre auf das Ende von Star Wars hinzuarbeiten. 50 Jahre Film, Hammer, ne? Wir sind ja nun mal eine Filmtruppe hier und letztens auch bei so einem Meeting da, kannst du dir das vorstellen, da, dass wir immer noch von Star Wars sprechen, ne? Dabei in den 40 Jahren sind so viele Filme wie Blade Runner 2 mit Harrison Ford kommt ja und dann gehen wir natürlich auf Blade Runner jetzt 2015, nein, Blade Runner den alten, ne? Also wann der gedreht wurde, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ihn ja auch nicht hier. Ist mir nur gerade eingefallen, den wieder neu zu bestellen. Der ist leider ausverkauft worden. Ich habe den Blade Runner Director's Cut gehabt. Den fand ich noch nicht so gut, weil da war zu viel drin. Also den normalen Blade Runner fand ich gut als Film, weil war okay. Dieses Mystische und das, die Zukunftsweisende und die Roboter und
die kybernetischen und das alles, die Schlange, also die Erzählungsweise des Films fand ich gut, aber der Director's Cut war etwas zu lang, da waren zu viele Sachen drin, da fehlte eine Menge. Er hat ja auch viel gedacht bei Blade Runner, der Harrison Ford hat ja vieles so, man hat seine Gedanken gehört und bei Director's Cut waren die Gedanken weg, man war nur ein Film, aber das machte, Blade Runner machte den Film aus. Mit seinen Gedanken, wie darüber nachgedacht und wie die Kameraführung war, wie die Dramaturgie aufgebaut wurde, wie die enttarnt und entlarvt wurden, und wie auch nachher der eine Cyber versucht hat, sich und dann doch verstarb. War so eine tolle Geschichte. Ich warte jetzt auf Blade Runner 2047, so heißt der, glaube ich, Blade Runner 2047. Werde aber gleich den alten Blade Runner doch noch bestellen, wenn dann ich Glück habe, durch den Feiertag dann Freitag erhalte. Preis ist auch okay, 9,95 oder was, als Blu-ray, das geht noch. Ja, aber wie gesagt, Star Wars kommt jetzt, deswegen ist der Film, deswegen habe ich den Clip gemacht, Star Wars kommt jetzt am 17.06. Ja, am 17.06. Kommt Star Wars dritte Staffel bei Disney Channel, beim Disney normalen Channel, nicht Disney XD oder so. Im Moment läuft nirgendwo irgendwie Star Wars, weil der Monat ist rund. Also im fünften Monat, Mai, hat wirklich nur, habt ihr ja selber, haben wir ja auch hier, auch ich habe ziemlich viele Videoclips und auch eine Sendung habe ich ja doch noch geschafft, weil in dem Moment doch noch die Maske von Kylo gekommen ist und jetzt konnte ich den Kylo also auch darstellen. Wie gesagt, Kostüm ist vollkommen in Ordnung. Es sind jetzt keine Kostüme, die jetzt bei 501 hätten Erfolg. So viel Geld soll also nicht ausgegeben werden, weil das wie gesagt alles dekorativ ist. Soll dekorativ bleiben und soll auch für die Besucher, die zwischenzeitlich hier hereinkommen und zwischenzeitlich mal guten Tag sagen, soll das ja auch etwas sein, worüber wir uns dann unterhalten können. Und wenn wir Lust und Laune haben, können wir vor laufender Kamera dann diesbezüglich auch noch was machen. So, aber bis dahin dauert das alles noch. Bis dahin müssen wir noch abwarten, dass da irgendwie was kommt. Und dann schauen wir dann mal. Ne? Jetzt kriege ich wieder Besuch. Ich musste ja gerade unterbrechen, weil ich hätte natürlich wieder Gäste hier, Star Wars. Und schwuppdiwupp, ich verabschiede mich von ihm hier. Der geht Ende Juni verlässt er uns, ist soeben bestellt und gekauft. Preise könnt ihr ja bei Amazon nachgucken. Ne? Wir verkaufen die aber günstiger wie bei Amazon. Ich glaube, er hier ca. 101 Euro oder so. Ne? Bei uns aber wesentlich günstiger. Aber kommt nicht wieder, weil Amazon etc. pp. Im Nachkauf viel zu teuer. Ne? Also, man weiß ja, also die Kunden bekommen diese Herrschaften so ca. 49, 39,95 und bei Amazon 101 Euro oder so. Er hier geht weg und er geht weg. Also die beiden gehen weg. Ja. So, haben wir wieder zwei weniger. Wir verabschieden die beiden hier. Die Kundin, wie gesagt, hat die anderen beiden also auch schon. Einmal Han Solo und Luke Skywalker von Jack Pacific. Und sie sagt auch, das sieht ja nicht aus. In einem Fenster sind die beiden da, ne? Han Solo und Luke Skywalker, und jetzt müssen natürlich die anderen beiden ins andere Fenster. Sie sammelt halt auch diese großen, sie hat also auch große Figuren. Sie hat also auch viele Leuchtfiguren von uns schon gekauft. Wir haben unsere spezifischen Kunden, die also unsere Stammkunden, die dann im Monat schon mal Fahrräder, also Modellfahrräder, Modellautos, Modellmotorräder kaufen oder halt Star Wars Figuren. Wir selber mögen ja auch diese großen Figuren, weil die ja filmtechnisch viel schöner rüberkommen. Wie gesagt, das sind immer Sammelfiguren. Am Anfang bekommt man die sicherlich irgendwie irgendwo in einem Spielzeugladen, aber irgendwann sind die ja dann nicht mehr zu haben. Wir haben gerade reingeguckt, richtig, bei Amazon haben die jetzt ihren Preis, lohnt sich also nicht bei Amazon zu kaufen. Wenn wir Glück haben und wir bekommen die vielleicht irgendwann mal zum Kauf, dann vielleicht mal schauen. Ja, Gott sei Dank holt sie das erst Ende Juni ab. Somit haben wir dann noch ein paar Ausstellungsstücke sozusagen. Wir stellen immer alles
schön zur Seite. Die anderen Sachen wurden ja auch eine Zeit lang zur Seite gestellt und dann wurden die ja auch abgeholt. Wie gesagt, so richtig gerne verkaufen wir nicht, weil wir wollen ja gar nicht verkaufen, weil man kann ja gar keinen Handel mehr treiben. Aber meiner einer empfindet das als unlogisch, dass ich das jetzt in einer Online-Firma kaufe, um es jetzt hier bei mir dann online zu verkaufen. Hallöchen, Grüße. Ich habe eine Frage. Ja. Sie wissen doch so viel über alles Mögliche. Ja, ja. Das war's auch schon. Jetzt machen wir Finish. Wir genießen jetzt den Sommer. Star Wars 5 Monate und den Rest von jetzt. Aber wenn wir ehrlich sind, von heute. Heute ist der Tag. 6 Monate. Heute ist der Tag in 6 Monaten. Sehen wir E8. Ihr habt soeben gesehen, zwei Clone Wars gehen von der Firma Jack Pacifics. Wir haben Amazon kontrolliert. Wir haben also schon ihre sogenannte Summe. Aber wir geben sie halt günstig ab, weil wir unsere Stammkunden haben. Noch einmal, ungern. Wir kaufen also diese Figuren nicht, um die zu verkaufen. Wenn jemand haben möchte, ja, kann er sie aber mitnehmen. Preis ist dann auch nicht so hoch wie jetzt bei Amazon oder so. Das kriegen wir schon alles hin, aber so gerne möchte man sie nicht abgeben, weil das passt zu uns. Wir haben eine wunderschöne Lounge, wo wir da sitzen können. Und es macht zwischendurch richtig Spaß, wenn wir analog, ohne Kamera, da verweilen und dann irgendwie reden. Und wenn man dann so in diesen Sesseln sitzt und mit dem Kollegen oder Kunden, meist aber Kollegen, so philosophieren oder sprechen, ist das eine schöne Sache, so in so einem Star Wars Lounge ja, zu sitzen. Macht Spaß. Also einige haben ja auch Flure, einige haben sogar Wohnzimmer ausgestattet, einige leben Star Wars, haben Hausschuhe, Badebekleidung, Schlafensbekleidung, sogar Betten im Star Wars. Das muss nicht unbedingt sein. Ich habe ja hier mein, habe ich heute gar nicht an. Ich habe heute mein Darth Maul gar nicht an. Den hatte ich gestern an. Heute habe ich Konami, Firma Konami, weil wir dafür auch arbeiten. Konami. Ja, Konami. Ne? Ja, so ist das immer. Ja, wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, dass ihr, wie gesagt, da gewesen seid und es hat auch viel Spaß gemacht. Und wenn ihr so den Videoclip seht, könnt ihr ja selbst ausrechnen, wie viele Tage, wie viele Stunden, wie viele Minuten noch ist bis E8. Vielleicht sehen wir uns ja auch bei E8. Wie gesagt, wir werden sicherlich, wenn der Film läuft, wir werden jetzt immer nur, wenn ein Film läuft, Werbung machen und uns darüber unterhalten, weil es dauert noch 10 Jahre. Also bei fetten 50 Jahren machen wir also eine fette Sache, das ist klar. Da ist 2027, heute in 10 Jahren. Mal schauen, na, 10 Jahre noch, schauen wir mal. Und dann philosophieren wir ja auch, und dann haben wir auch wirklich 50 Jahre gebraucht, um den letzten Film irgendwie gesehen zu haben. 2018, 2019, 2020, wissen wir, kommen Filme. Und wenn das wirklich sich, also wenn die Wahrheit doch sich herauskristallisiert, ist die 3 Han Solo Filme machen, 3 Han Solo Filme, dann ist 2027 und na, dann kommt vielleicht Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, aber das hat dann irgendwie mit der Philosophie der sogenannten Saga 3x3 nichts mehr mit zu tun. Kann sein, dass sie nochmal eine aufleben lassen, 9, 11, 12, man weiß ja nie, aber dann ist wohl sicherlich die Saga mit den Schauspielern, Luke Skywalker, Mark Hamill, Ford und so weiter, dann bestimmt. Oder aber man geht in den Sci-Fi-Mode, CGI oder Tricktechnik, macht da irgendetwas, gibt es ja auch mittlerweile. Es gibt viele Filme, die plötzlich im Tricktechnischen abgehandelt werden und so weiter und so fort. Aber da warten wir. Wir sind Fans, wir sind Firma, wir lesen auch Backstage. Mal schauen. Also so richtig. Schauen wir mal. Star Wars ist Star Wars. Auf eine Art nur ein Film. Für die anderen Kollegen und Kolleginnen nur 4 bis 6. Das andere interessiert die überhaupt nicht. Wir mögen alles. The Rebels, The Clone Wars, The Destination demnächst, The Force und all solche Sachen. Also egal was mit Star Wars ist, wir werden uns das anschauen. Und wir werden also, wenn überhaupt, nur noch so tolle Sachen machen, auch Videoclips. Abhandlungen, auch Einladungen,
wenn die Filme am Laufen sind. Also die Idee bleibt bestehen, dass im Jahre 2027 eine eigene Convention hier abgehalten wird, hier in irgendeiner Wahnsinnshalle, wo wir dann wirklich 50 Jahre Star Wars feiern und jeder, der mitmachen möchte, wird dazu dann eingeladen. Also die Vorbereitungen laufen, dass sie jetzt noch ganz gemächlich laufen, aber wenn das Jahr 2027 so langsam vor der Tür steht, werden wir natürlich immer mehr Gas geben. Also schaut bitte, wenn ihr Lust und Laune habt, zwischendurch mal rein. Unsere Videoclips im Moment, wie gesagt, sind halt noch die leichten Nachwehen von 40 Jahren Star Wars. Und heute ist halt der Tag 5 Monate und den Rest oder komplett 6 Monate. Also heute 6 Monate E8 im Kino. Also bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit Star Wars. Kommen wir jetzt zum ganz großen Finale ohne Anakin Skywalker. Ohne Anakin Skywalker gar kein wirklich Star Wars. Ja, Anakin Skywalker, der groß hinaus wollte, wenn ich den Schalter finde. Wenn ihr nicht auf meiner Seite steht, dann seid ihr mein Feind. Richtig, ne? Ja. So war er ja nochmal, ne? Unser Anakin. Ich werde mächtiger werden, als je ein Jedi zu träumen gewagt hat. Das war er, das bleibt er und es wird auch so sein. Anakin Skywalker war und bleibt der größte Star Wars Held aller Zeiten, der Auserwählte, der Podcast-Renner, das Lichtschwert mit seinen Wechseln, mal gut und mal böse. Er war lange genug gut. In den Klonkriegen haben wir ja lang genug erlebt. Den Anakin Skywalker mit Ahsoka. Ja. Und wenn man hier so sieht, Spielzeug ab 4 Jahre. Wir haben es im Regal stehen und spielen jetzt selbst damit. Nach 40 Jahren. Ich fürchte die dunkle Seite nicht. Hat er nie gefürchtet. Er war die dunkle Seite. Ich meine, wenn man durch Obi-Wan Kenobi beide Beine, einen Arm und so weiter und schwer verletzt und regelrecht in dieser Lava anfängt zu brennen, ja, da würde ich jetzt dann auch keine dunkle Seite mehr fürchten. Also die Schmerzen haben dann jeden irgendwie diese Synapsen verbrannt. Da ist man sowas von empfänglich und sagt sich, yo, ich bin jetzt der Auserwählte, ich bin jetzt Anakin Skywalker, ich bin jetzt derjenige, welche der euch durch 9 Sachen führt, beziehungsweise 6 plus 3, also Rogue One. Ja, viele Geschichten ranken sich darüber und auf eine Art die schönste Sage aller Zeiten. Wir kennen die Schauspieler, wir haben viele Autogramme von ihnen. Dieser Schauspieler, wie lange er es schafft, wissen wir nicht, hat auch sein horrendes Alter. Und was dann wohl sein wird, wenn er mal nicht mehr ist, wissen wir nicht, weil er hat ja mit George Lucas sowieso im wahren analogischen Leben reichlich viel Ärger, weil er einiges ausgeplaudert hatte und George ihm bis heute nicht so richtig dieses verziehen hat. Aber ist halt so. Ist Big Business, das ist mega Big Business, was anderes wollen wir da gar nicht mehr drüber reden, es ist Business, Star Wars ist nur mal eine geldmagnetische, anziehungskräftige Geschichte, viele machen damit, viele wollen, überwiegend ist es ja jetzt immer, wie viel ist die wert, wie teuer ist denn die und so weiter und so fort, noch einmal zum Schluss, wir haben uns das alles, also wir haben jetzt volle 6 Monate Figuren eingekauft, die jetzt in unserer sogenannten Star Wars Lounge hängen, liegen, sitzen und so weiter, die jetzt nach und nach einen Käufer finden, wie vorhin die beiden Figuren, die zurückgelegt wurden, die junge Dame kauft bei uns immer diese großen Figuren, so nach und nach, und wir wissen dann, dass sie in guten Händen sind, dass ein guter Fan diese Figuren dann bei sich aufgenommen hat und damit auch wunderbar klarkommt und wir halt Lücken dann wieder füllen müssen. Ich habe auch gerade schon ein bisschen nachgeguckt, was man dann vielleicht andere Figuren holen könnte, die dann nicht so schnell
gekauft werden. Uns ist ja leider aufgefallen, dass Darth Vader und die Stormtrooper, man, die bleiben nicht lange hier. Die sind ruckzuck weg. Die Dame hatte sich an sich auch auf den großen Darth Vader gestürzt, aber nachher sagt sie auch, den Darth Vader kriege ich ja immer. Ja, den Darth Vader kriegst du immer, also jetzt im Moment kriegt man den immer. No, ne? Was in späteren Zeiten sein wird, weiß man eh, Kylo Ren ist nicht so der Hit, ist nicht so der Renner auf Kylo Ren, da rennen also nicht so, Darth Vader ist immer noch in aller Munde. Deswegen hatte ich auch diese Figur rausgesucht, jetzt nicht die große, die bleibt bis da hinten stehen. Die anderen beiden großen, wie gesagt, die bleiben bis Ende des Monats, dann sind die auch weg. Ja, ich meine, in 10 Jahren haben wir sicherlich neue Figuren, daraufhin wollte ich hinaus, deswegen wollte ich auch das Video jetzt so langsam beenden. Wir haben hier unsere Stars und Sternchen von Star Wars mittlerweile und sie meinte auch, die Kundin, ja, Leia ist ja jetzt unbezahlbar. Nee, Leia ist nicht unbezahlbar. Da ist jetzt kein Hype ausgebrochen oder so. Jetzt ist auch kein Sturm ausgebrochen, unbedingt die Leia haben zu wollen. Man kriegt also bei Sideshow für 299 Euro die Leia, wenn man Glück hat, 269. Und wenn man die im reduzierten Bereich sogar für 219 Euro. Man sollte bei Leia natürlich nicht so lange warten. Man sollte die Leia-Figur jetzt schon kaufen, wenn man sie bekommt, von Sideshow und Hot Toys, weil die steigt dann doch schon zwischendurch im Wert. BBA ist ja auch schon im Preis jetzt wieder gestiegen. Zeitweise sind solche Figuren bei Amazon und so weiter sehr günstig zu haben, ist richtig. Aber irgendwann sind die dann auch aus dem Lager raus und dann wird es teuer. Wissen wir ja, bei eBay etc. und pp. So, welchen, was hat er denn noch hier drauf? Ihr unterschätzt meine Macht. Stimmt nicht, keiner hat seine Macht unterschätzt. Wir wissen aber, dass Luke, sein Sohn, ihn dann doch niedergestreckt hat. So, für eine, wie gesagt, 4 bis 6. Die anderen mittlerweile 1 bis 3, 4 und 6 kenne ich gar nicht. Einige jetzt mittlerweile 3a. Mit Rook sind sie auch noch begeistert. Im Moment, wie gesagt, ist die totale Begeisterung von Star Wars ein bisschen gesunken, ein bisschen ruhig. Könnte sein, dass sie dann im Dezember wieder aufflammt. Also wie gesagt, in 5 Monaten, oder sagen wir so, in 6, volle 6 Monate, heute in 6 Monaten, weil heute ist der Tag, wo dann im Dezember E8 laufen würde. So, und ich verabschiede mich jetzt mit Anakin und wünsche euch viel Spaß und es freut mich, wenn ihr mal wieder reinschaut, wenn ich mal wieder einen neuen Videoclip machen sollte. Im Moment ist hier auch so ein bisschen die Luft raus, weil wir genießen auch die Sonne, genießen auch die Wärme und genießen auch die Stille und genießen auch momentan mal nicht so im Hype von Star Wars zu sein. Wir gratulieren halt den Weinsbach nochmal, den Stefan, dass er jetzt 82775 ist oder so ähnlich. 501, er gehört ja jetzt zu 501 und ja, soll er glücklich werden dort, viel Spaß haben. Ja, mal schauen. Was Neues gibt es ja im Moment nicht. Man versucht so ein bisschen den Star Trek uns da näher zu bringen, aber so richtig Durchbruch kommt da nicht. Wir bleiben weiterhin bei Star Wars, wir bleiben weiterhin bei Figuren. Wir werden auch weiterhin Sideshow und Hot Toys, wir werden das auch vor laufender Kamera zeigen, wenn wir die Ware erhalten. Im Moment, im Moment machen wir da nichts. Wollte ich nur mal gesagt haben. Es hat mich tierisch viel Freude bereitet, wie ihr hier wart, mit euch hier zu kommunizieren, auch digital zu kommunizieren. Es war auch sehr interessant, was da so für einige da gekommen waren, die da irgendwie was drehen wollten. Mach mal an, ne? Mach mal eben. Also das Wort mach mal eben gibt es in der Welt der Fotografie und der Welt des Films überhaupt nicht. In der Welt der Fotografie und der Welt des Films ist alles Arbeit. Ja? Das ist eine Crew, der wird ausgeleuchtet und man macht so lange, bis es passt. Und das Beste nimmt man dann und zeigt es dann. So funktioniert es auch hier bei uns. Und wir machen nicht mal eben. Mach mal eben. Nee, mach mal nicht. Tun wir nicht. Wollen wir nicht. Nee. Ich wünsche aber trotzdem viel, viel Spaß.